Herzlich willkommen bei Feuer Willi. Das bin ich. Wir machen heute was ganz Besonderes und zwar habe ich was da, was ein bisschen regionsübergreifend ist. Weil manche Regionen benutzen Spineboards oder manche benutzen mehr Schaufeltragen. Und jetzt können wir endlich den Streit beenden. Ich zeige euch jetzt, was Schönes gibt. Okay, los geht's. Das ist der Ultra Kombi Stretcher, okay? Was ihn so besonders macht, ne, das ist wieder von der Firma Ultra Medic. Die bauen halt auch typisch so diese ganzen Schaufeltragen, das bauen die halt auch. Und die haben jetzt ein System, was beides kann. Wenn er hier mal schaut, dann kann man hier das entsperren. Das ist schon gleich der größte Move. Und dann kann man das Board hier so auseinandernehmen. Ne? Ein Krokodil in Fastback. So. Also das sieht aus, von beiden Seiten sieht das gleich aus. Ist schon mal der erste Vorteil. Wir gucken uns das jetzt mal kurz an. Wir werden nochmal einen ausführlichen Film machen, zusammen mit der Joanita. Aber damit wir jetzt erstmal richtig arbeiten können, hole ich jetzt mal noch zwei Profis dazu von der Willi Crew. Und zwar zur Linken. Die Sarah. Und zur Rechten. Auf die Seite. Laurent, den kennt er noch nicht, er ist noch relativ neu dabei, aber super Feuerwehrmann, Profi und kennt sich gut aus. Okay, also an der Stelle, egal wie es jetzt hier gleich klappt, trotzdem schon mal gefällt mir da lassen, okay? Wir schauen uns das Ding jetzt mal gemeinsam an, los geht's. Also, was mir so auffällt, vom Gewicht her, finde ich, geht's, ne? Aber es wirkt echt sehr gut verarbeitet. Das sind hier so Teile, ich kenn andere Boards, also so viele Hersteller gibt es davon nicht. Wie gesagt, das sind ja hier meine Liebsten in dem Bereich. Das sieht schon alles solide aus. Also ich würde mal behaupten, das kann man auch mal fallen lassen und man kann danach trotzdem noch in den Einsatz gehen. Ne? Ich würde mal sagen, wir gucken mal, was wir da an Zubehör haben. Aber wenn man das normal bestellt, dann ist da nämlich eine Begurtung schon bei. Eine normale Standardbegurtung. Das Schöne ist, also auch für mich jetzt, die sind alle, wir halten sie mal aneinander, alle drei gleich. Kann man also schon mal wenig falsch machen. Das ist schon mal, für mich ist das schon mal gut. So, und wie machen wir das jetzt fest? Wichtig ist erstmal, ihr könnt mal hier gucken, hier gibt es überall an diesem Board verteilt diese Streben, wo man einhaken kann. Wunderbar, ne? Das kann man einfach so dran drücken. Das ist schon mal gut. Also es gibt noch alternativ auch noch diese Spinne. Das machen wir im separaten Film, wie gesagt. Oder guckt mal in dem Video, das blende ich euch mal oben ein, von Hagen, von der HLF10-Vorstellung. Da haben die auch so ein, ich glaube, das war ein Spineboard und da hat man eine Spinne drauf festgemacht. Das ist halt das Standard-Gurtsystem. Ich sag mal, Standard soll jetzt nicht heißen, dass es schlecht ist, aber es ist etwas, ich sag mal, mehr für Kurzstrecken geeignet. Ne? Es geht ja nicht dabei, jemanden um Berg und Tal zu tragen, dafür nimmt man lieber eine Spinne. Aber das ist schon die minimale Sicherheit, die man so braucht, um einen Patienten sicher zu transportieren auf Kurzstrecke. Ja, was würde man jetzt machen? Unter Vorbehalt, also wie gesagt, der Rettungsdienst würde vielleicht sagen, naja, das geht vielleicht noch besser. Wir fangen einfach mal ganz entspannt an, wie wir es machen würden. Ne? Also angenommen, wir haben das, dann würden wir jetzt zumindest erstmal eine Seite aufmachen. Ne? Also, wir machen das Ganze in Ruhe. Normalerweise hat man natürlich eine komplette Schutzausrüstung an. Ich wäre ja so auch nicht im Einsatz. Wir zeigen das jetzt nochmal ganz entspannt. Also man macht das hier auf und man klemmt sich dabei nicht die Finger. Man würde dann versuchen, jetzt mit dem Schaufelprinzip die Person aufzuschaufeln. Wir würden das jetzt erstmal hier ranziehen. So. Und ein bisschen hochheben, wenn wir nicht drum rumkommen. Ne? Ich mache ganz vorsichtig. So, und dann kommen wir schon mit der Seite ran. Also wir müssen dann ganz vorsichtig die Person aufschaufeln. Und versuchen, den ganzen Körper so wenig wie möglich zu bewegen. Von beiden Seiten. Ranschaufeln. Ne? Du liegst das drauf, ne? Oder nicht? Ich habe einfach meine Haare. Die Haare brauchst du gar nicht haben. Die Haare, die sind nicht eingeklemmt. Okay. Also das ist auch ein guter Hinweis. Die Haare sind nicht eingeklemmt. Hier ist keine Fläche. Ich sehe das ja nicht. Deswegen. Nee, das ist. Guck mal ruhig, überzeug dich selber. Kannst du mal hochgucken? Guck mal ruhig hoch. Hier ist keine Fläche, wo die Haare jetzt einklemmen können. Ja. Ne? Also hier unten erst, aber da sind die Haare gar nicht. Okay, dann würden wir jetzt einfach ranschieben. Genau. So, was man jetzt schon sieht, ist, dass durch die Lage der Person. Wir würden jetzt ja nicht, wenn hier schon Gurte dran wären, die Person hin und her schieben. Wir würden jetzt, hier haben genug Spielraum, um die Person so zu fixieren, dass wir sie nicht bewegen müssen. Das heißt, wir können jetzt, da wo wir es sehen können, die Haken benutzen.
Dann können wir die benutzen. Das heißt, die Begurtung, wenn wir jetzt nehmen. So, also, am ersten, und er hat jetzt ganz unten fest. Und wenn wir schon mal leicht anspannen. Das geht also auch sehr leicht, ne? Man macht die Gurte also vorher ganz auf. Ne? Auf geht ganz einfach. Man muss hier, also wenn man sie jetzt ausgebaut hat, kann man die wunderbar erstmal in Länge verstellen, ohne irgendwas zu drücken. Später, wenn man den Winkel ändert, dann ist fest, ne? Wenn er sich spannt. So kann man das wunderbar so machen. So. Das heißt, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen verhindert, dass die Person so von der Trage runterrutschen kann. Und jetzt müssen wir einmal noch in der Mitte rüberlegen. Ne? Da gibt es auch verschiedene Patente, ob man jetzt die Arme mit einschlägt oder draußen lässt. Da gibt es verschiedene. Also mal sagt man, die Hände falten, wenn du noch bei Bewusstsein bist. Ne, genau, und dann ist das gut. So. Man kann zusätzlich noch eine Kopffixierung nehmen, damit der Kopf nicht rumschlackert, wenn es transportiert ist. So sieht das aus. Und das kann man auch noch mal vorher oder hinterher, je nachdem, wie man das will, anbauen. Das heißt, man kann hier das aufmachen, die Seiten, und die Seitenwände verstellen oder rausnehmen. Ne? Man kann eine Seite schön rausnehmen, um das runterzuschieben. Also das ist, muss ich sagen, richtig cool. Man sieht hier auch durch diese Versenkung, also ich habe es jetzt noch nie gemacht, man sieht hier die Versenkung, dass er nicht hier langlaufen muss. Ne? Das ist schon mal das Erste. Das finde ich schon mal super. Das wäre genau das Richtige für mich. So, das heißt, so mache ich das erstmal vorsichtig ran. Ist klar, auch wenn man so eine Kopffixierung benutzt, macht man nicht erst den Unterkörper fest, dass da kein Spielraum mehr ist, zieht das alles fest und setzt das dann drunter, weil nicht, dass man ja den Kopf irgendwie schräg fixiert. Ne? Das heißt, wir wollen das erstmal versuchen, möglichst. Was machst du denn da? Nimm den Kopf wieder runter. Wirklich vorsichtig mit zwei Mann. Ähnlich, es erinnert euch so ein bisschen an Helmabnahme bei Ersten Hilfe. Zwei Mann, Vorsicht runter. Vorsicht Haare. Vorsicht Haare. Ich warte erst mal, bis du so weit bist. Genau, und jetzt irgendwas. Oh. So. Meine Haare. So. Da für die Haare ist extra hier so ein Loch. So. Nein, also man sieht jetzt schon. Oh, da wackelt aber echt nichts. Nee, das ist fest. Sie ist mal ruhig. So, und jetzt, wenn das fixiert ist, das geht bestimmt noch schöner, wie gesagt. Aber dann ziehen wir jetzt das andere fest. Wir haben dabei noch so zwei kleine Klettbänder. Die würden wir jetzt noch mal fixieren, damit er nicht mal ruhig bist hier. Ich kriege jetzt eine Maulsperre. Oh mein Gott, das ist beängstigend. So, hier würden wir draufsetzen, damit der Kopf nicht rausrutscht. Wie gesagt, weil. Ne? So. So, also, wir würden das jetzt hier mal hochheben und sehen schon mal, dass es funktioniert. Und es geht auch noch steiler und ihr seht. Und wir wackeln. Alles super. Der Blick in der Anleitung hat uns gerade noch verraten, dass man es gar nicht so machen muss. Nein, nein. Machen wir es zusammen? Jetzt machen wir es kurz? Ja. Hier auch durchziehen. Geht auch. Machst du dadurch? Gut. Okay. Natürlich muss man das auch mal vorbereiten und üben. Ne? Das ist wie mit einem Hohlstrahlrohr üben oder sowas. Da geht man nicht ran und kann auf einmal alles. Genauso das gleiche hier. Und wie gesagt, wir haben eben gerade mal reingeguckt. Also so fest geht es auch. Und jetzt lassen sich nämlich auch die Seitenteile besser führen. Weil wir haben eben gesehen, bei der anderen Festmachmethode kann man euch auch nicht vertauschen. Dass sie gar nicht mehr so, dass sie ein bisschen schwer raufging, dass jetzt viel besser ist. Das war eine gute Idee. Jetzt wisst ihr, warum er mit dabei ist. Er kann lesen. Er kann lesen. Ich habe nur die Bilder ausgemalt. Also das nur so ganz kurz der Einblick, was euch in dem nächsten schönen Video erwarten wird. Ich freue mich schon, weil das Ding ist wirklich gut. Bin ganz gespannt. Okay. Also man könnte auch beide Teile rausnehmen.
und beides ran fixieren, ne? Also das Puzzleteil kriege ich sogar zusammen. Cool. Soweit zum Ultra-Kombi-Stretcher. Wir werden los. Alles klar? Supi. Bis dann. Tschüss. Das ist ein Kinderspiel, ne? Also die Begurtung einfach erstmal ganz. Oh, schön. Also die.